Für einen Filmdreh auf der Raumstation ISS ist die russische Schauspielerin Julia Peresild ausgewählt worden. Die 36-Jährige werde am 5. Oktober gemeinsam mit Regisseur Klim Schipenko in einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aufbrechen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Die intensive Vorbereitung beginnt am 1. Juni. Fallschirmspringen gehört dazu, Fliegen in der Schwerelosigkeit. Vor allem wird aber für Notsituationen trainiert, von denen es wahrscheinlich Tausende geben wird. Die Schauspielerin hatte sich für die Rolle im Weltall unter 20 Finalistinnen durchgesetzt. Hinter dem Projekt steht auch der Fernsehsender Channel One Russia. Wir sind stolz, bei diesem Film unseren Teil beizutragen. Der Film ist Teil eines groß angelegten wissenschaftlichen und pädagogischen Projekts, aber er soll uns auch wieder Energie, Kraft und eine Leidenschaft für den Weltraum geben. Als Zweitbesetzung darf Alena Mordovina mit ins Weltall. Neben Fähigkeiten im Schauspiel waren auch medizinische Tests ausschlaggebend. Der Film hat den Arbeitstitel Vysov – Herausforderung und konkurriert mit einem US-Streifen, der mit Tom Cruise etwa gleichzeitig auf der ISS gefilmt werden soll.